Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil bei Alex TT Deck. Heute geht es um die BA131, 75 Jahre Pico. Eingebaut habe ich hier eine Führerstandsbeleuchtung auf beiden Seiten im Stand, eine Maschinenraumbeleuchtung vierfach, ganz klein, und eine Trittstufenbeleuchtung vierfach, sehr filigran alles. Ja, ein Lautsprecher, einen großen, 1 bis 2 Watt von ESO und einen SMD-Kondensator 1000 Mikrofarad, der völlig zureicht, weil ja 6 Achsen Strom abnehmen. Ja, das Video ist eine Ergänzung zu der schon vorhandenen 35. Vor anderthalb Jahren habe ich das mal gemacht. Da ging es um die Pico 130. Mit der Bestellnummer 328, das war die mit der seitlichen Beleuchtung des Kennzeichens. Ja, und heute geht es um die 75 Jahre Lok von Pico, eine BA131 mit der Bestellnummer 47330. Schönes Modell, habe ich ausgebaut. Der Werner hat auch schon was gemacht, hat auch schon was gezeigt. Ich habe schon ein paar kleine Videos reingestellt, heute mal ein bisschen was ausführlich, was ich wo wie gemacht habe. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich warte noch auf einen Bauteil. Es kommt dann noch eine Ergänzung dazu, die es so bei mir noch nicht gegeben hat. Mal schauen, ob das alles so funktioniert. Ich möchte euch das heute mal vorstellen, was ich kurz gemacht habe. Kleines Fahrvideo ist auch dabei. Und es ist bei mir ein Zimo-Decoder verbaut, ein MS450P16. Und mit dem Fahrvideo starten wir. Thank you.
Ja, da beginnen wir mal mit dem Ausbau. Und als erstes der Gehäusedeckel mit den zwei Führerstandsbeleuchtungen. Die sind verbunden oder das Gehäuse ist verbunden mit einem dreipoligen Stecker. Einmal Führerstand 1, Führerstand 2 und in der Mitte das blaue Kabel, der gemeinsame Pluspol. Unter diesen Klebebändern verbirgen sich zwei Widerstände, je 10 Kiloohm, an den Pluspol jeweils. Und in der Mitte, ich habe die zusammengelötet, die beiden Widerstände, und in der Mitte habe ich das blaue Kabel angelötet, was dann an den dreipoligen Stecker geht. Ja, und jetzt das ganze Fahrwerk von links nach rechts. Wir sehen dort den Kondensator, den ich eingebaut habe. Dann kommt der große Decoder MS450 P16. Und das ist eigentlich fast der Endzustand. In der Mitte sehen wir noch die beiden Kabel für den Motor, das orangene und das graue. Das habe ich zum Schluss noch mal geändert. Ich habe das dann direkt an die Leiterplatte vom Decoder angelötet. Damit umgehe ich praktisch die Drosseln, die dort noch drauf sind. Der Werner hat sie entfernt. Ich lasse drauf, daher direkt an den Decoder. ESO und auch Zimo beschreiben in ihren Bedienungsanleitungen, dass der Motor am besten direkt an den Decoder rankommt, also ohne irgendwelche Kondensatoren und ohne irgendwelche Drosseln. Ja, und weiter rechts dann nochmal die dreipolige Buchse für die Aufnahme des Führerstandslicht für den Stecker. Und ja, wo ich das dann angelötet habe, kommen wir noch dazu. Und ich möchte mal weitergehen mit den Kondensatoren, die ich entfernt habe. Ja, die vier Kondensatoren müssen alle entfernt werden, weil diese parallel auf der Leitung liegen und somit auch bei eingesteckten Decoder noch aktiv wären. Ob die jetzt alle vier parallel sind, weiß ich nicht, aber sicherheitshalber kommen alle vier raus. Also, wir haben hier C1, C2, C3 und C4. Die kommen alle raus und die beiden Drosseln können drin bleiben, weil diese in Reihe geschalten sind. Ja, und C4 ist auf diesem Bild schon entfernt. Ja, und auf dem Bild habe ich das schon mal angeschlossen. So soll es aussehen. Verlängert, verlötet, Schrumpfschlauch drüber und nach hinten an den Decoder. Ja, weiter geht es mit der Drittstufenbeleuchtung. Viermal das Ganze von unten angeklebt. Die kleinen betrachteten LEDs 0402 Baugröße und mit UV-Kleber festgemacht. Den Draht nach innen reingetüdelt. Hier jetzt in den kleinen Video so zu sehen. Wurden nach innen hochgeführt und oben auf der Leiterplatte angeschlossen. Ja, und mein Video von Februar 23 hatte ich ja schon mal erklärt mit dem PZ1 und PZ2 auf beiden Seiten, was dann in der Mitte bei PY1 und 2 rauskommt. Ich nutze hier für die eine Seite von der Drittstufenbeleuchtung das PZ1. Auf der anderen Seite kommt das auch bei PZ1 dran. Damit sind die alle vier gleichzeitig geschaltet. Der Pluspol kommt hier an das PM, das ist zweimal vorhanden dran, mit einem 10 Kiloohm auf das PM und der rote Draht kommt dann auf die andere Seite von dem Widerstand. Ja, wenn man dann noch einen Kondensator reinmachen will, so wie ich, muss man diesen Widerstand natürlich etwas versetzt anlöten. So wird's ein bisschen, ragt es ein bisschen rein in den runden Kreis. Ja, und wie man das PY1 und 2 anschließen, das kommt dann später. Auf das PZ2 kommt dann noch die Maschinenraumbeleuchtung. Ja, und da sind wir schon bei der Maschinenraumbeleuchtung. Ich habe hier auch diese ganz kleinen Dioden genommen. Baugröße 0402. Ich habe mir dort mit einem Bleistift eine Markierung gemacht, wo die Mittelrahmen der jeweiligen zwei Fenster sind, sodass ich ungefähr weiß, wo ich dann bohren muss. Ja, und die Bohrungen habe ich von innen gemacht, oberhalb der Leiterplatte. So reicht es eigentlich ganz gut zu, alle vier Bohrungen. Besser kommt man natürlich, wenn man die Leiterplatte ausbaut und dann die Bohrungen macht, damit man nicht auf die Leiterplatte bohrt. Aber dort sind auch keine großen Leiterbahnen, die da beschädigt werden können. Also ein bisschen vorsichtig bohren. Ja, die Pluspole von den vier LEDs, also die roten Kabel, habe ich alle in die Mitte gezogen. Die kommen hier jeweils auf die Anode von der seitlichen Beleuchtung, von der Kennzeichenbeleuchtung, die ja hier nicht verwendet wird. Aber die Anode, dort liegt Plus an, die nehme ich. Und dort kommt ebenfalls ein 10 Kiloohm
Widerstand dran. Ja, und die schwarzen Kabel ziehe ich hier was nach hinten und vorn, verdrill die etwas, klebe die an die Seite und die kommt dann zu PZ2. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo das abgenommen wird, das PZ1 und PZ2 von beiden Seiten. Hier in der Mitte, da wo die braunen Lautsprecherkabel hochkommen, ist PY1 und 2. Dort ist das türkisfarbene oder hellgrüne Kabel dran und das lila Kabel. Und die gehen dann mit auf einen AUX von den Decoder. Entweder man schreibt sie das genau auf, wo hier was ist, oder man probiert dann in der Programmierung einfach aus, welcher Ausgang gerade wo ist. Weiter geht's mit der Führerstandsbeleuchtung. Dazu werden die Kulissen ausgeklickt. Der Werner hat es an seinem Video so ein bisschen rabiat gezeigt, das getraue ich mich nicht so richtig. Da kann auch mal schnell was abbrechen. Ich spreize dieses Gehäuse rechts und links und gehe mit dem Schraubendreher oben in sein Loch rein und drücke das vorsichtig nach vorn. Da schnipst das dann auch raus. Ja, und jetzt kommen wieder die warmweißen LEDs zum Einsatz, die bedrahteten 0402. Die lege ich dorthin, mache einen kleinen Punkt von den UV-Kleber drauf, halte die UV-Lampe hin und zack ist es fest. Dann werden die Drähte etwas runtergedrückt, so gelegt, wie sie hier im Bild zu sehen sind, und mit Sekundenkleber angeleimt, und dann kommt die Kulisse wieder drauf. Wie ich das Ganze angeschlossen habe, habe ich vorhin schon erklärt, mit den zwei Widerständen zu jeweils 10 Kilo Ohm. Ja, und da kommen wir jetzt zu dem Gegenpart auf dem Fahrwerk, da wo die Buchse ist. Wir haben hier an der Buchse wieder drei Kabel, in der Mitte das blaue Kabel und ein rosa und ein grünes Kabel. Das geht dann zum Decoder auf zwei AUX-Eingänge. Und das blaue Kabel kommt direkt ohne Widerstand auf den anderen PM-Lötpunkt, neben den anderen mit dem Widerstand für die Trittstufenbeleuchtung. Ja, und so sieht es im Ganzen dann aus. Und jetzt sehen wir nochmal den Decoder im ausgebauten Zustand. Auf der Rückseite haben wir hier die vier Kabel, die dort dran kommen. Die da wären rechts unten in der Ecke das lilane FA6, sind ja keine AUX, sind ja FAs, Funktionsausgänge. Darüber das türkisfarbene ist FA4, links unten das grüne ist FA7 und das darüber liegende rosa Kabel wäre dann FA5. Die beiden, die wir gerade hatten, und die beiden anderen, die von PY kommen, 1 und 2. Also gehen die beiden Kabel in FA4 und FA6. In dem Bild haben wir noch, sehen wir noch rechts die braunen Kabel oben hochkommen, die gehen auf LSA und LSB, Lautsprecherkabel. Und das ist die Rückseite, der ovale Lautsprecher von ESU, der ganz gut klingt, wenn man ihn festklebt. Wichtig ist, einen Lautsprecher immer festzumachen, ansonsten vibriert er und bringt keinen guten Klang. Ich habe den unten festgeklebt mit solchen Schaumstoff-Doppelklebepads und oben rechts und links, wo die beiden Zapfen sind, habe ich es auch noch mal ein bisschen Sekundenkleber drauf gemacht, ein wenig, damit der wirklich fest ist. Wichtig dabei ist, den Sekundenkleber mit einer kleinen, dünnen Nadel auftragen, dass kein Sekundenkleber auf die Membran läuft. Das wäre fatal, dann könnt ihr den Lautsprecher wegschmeißen. Das sind 10 Euro im Eimer. So, wir kommen zum Kondensator einbauen. So, wir haben hier die Möglichkeit, einen Kondensator einzubauen in die Lok. Dazu ist ja eine Öffnung und es gibt Kondensatoren. Die sind hier so groß, dass die genau reinpassen. 1000 Mikrofarad, 16 Volt, 10 mm im Durchmesser, 10,3 in der Höhe. Der ist schon ein bisschen manipuliert. Hier ist normalerweise noch diese Kappe dazwischen. So sehen sie im Original auf der Rückseite aus. So sind sie eingepackt, kosten wenige Cent. Und der kann hier rein. Oder andersrum, das muss ich mal schauen, wie ich das Ganze mache. Minus ist dort, wo der dicke Strich ist, und plus andere Seite. Und anschließend werde ich dann hier über das CX Minus, das ist hier, und das Plus habe ich ausgemessen, geht mit einem 100 Ohm Widerstand hier rüber auf die beiden S-Brücken, S1 und S2, die beiden in der Mitte sind miteinander verbunden, sodass man sich aussuchen kann, ob man denn mit dem normalen Plus, mit dem gemeinsamen Pluspol, der hier links anliegt, verschalten möchte, oder vom Elko Plus, vom Decoder, der hier drin ist und weitergeleitet wird. Ich nutze diese
100 oben nicht, weil der Decoder das schon kann. An den Decoder kann ich direkt einen Kondensator anschließen und somit gehe ich mit dem Pluspol direkt hier auf das S1 rechts. So, und dann sollte das Ganze funktionieren. Da ist es wenigstens etwas gepuffert und preiswert, ohne teuren Starko. Ja, und hier nochmal kurz das Bild mit den roten Markierungen. Ja, und wie mache ich das Ganze? Ich habe hier die Kontakte, nachdem ich die Platte abgemacht habe, habe ich mir ja dieses Kunststoffspatel drunter gemacht, die Kontakte umgebogen. Damit habe ich hier noch ein bisschen Zwischenraum. Dann habe ich die kurz geschnitten, sodass die hier gerade sind. Und jetzt löte ich hier die Kabel an, mache hier noch einen Schrumpfschlauch drüber, den kleinen roten, den ich immer verwende. Und dann setze ich die so rum rein und dann passt das in der Höhe wunderbar. Könnte sogar noch etwas höher sein, der Kondensator. Ja, und ich habe den Kondensator eingeklebt und unten drunter noch ein bisschen PVC-Klebeband gemacht, damit es da auch eine Fläche gibt, wo das kleben kann. Ja, und angeschlossen ist das Ganze einmal hier an den Minus CX und das Plus geht hier an den S1, an den äußerst rechten. So, jetzt ist der schwarze Kontakt, das schwarze Kabel, die Masse noch nicht angeschlossen. Wir machen einen Test ohne Pufferung. Geht sofort aus. Zack. So, das ist das Ganze mit Pufferung. 1000 Mikrofarad. Hält etwas. Und dürfte zureichen bei 6 Achsen. Ja, jetzt nochmal eine kleine Vorschau für das, was ich noch vorhabe. Wenn das soweit ist, gibt es dazu noch ein extra Video. Mehr verrate ich erstmal nicht. Also die Spannung ist groß. Ja, und hier nochmal eine kleine Zusammenfassung der Lichtfunktion. Und im Anschluss gibt es nochmal ein kleines Video in der Abendstimmung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.